Bundestagsgruppenchef, dann der bayerische Ministerpräsident Söder in der Mitte und rechts hatten wir eben Manfred Weber, er ist ja der EVP-Vorsitzende, also quasi das europäische Aushängeschild der CSU dann im Europäischen Parlament. Die drei sitzen dort erstmal beim Maßkrug. Aber ist es denn aus Ihrer Sicht überhaupt vorstellbar, dass ein Markus Söder, der ja in Bayern relativ unumstritten regieren kann, jetzt mit seiner Koalition, aber hat doch relativ viel Freiheiten, könnte er doch mal in ein Kabinett nach Berlin wechseln, wenn nicht als Kanzler, dann zumindest als einer der wichtigen Minister dort? Das wird er sich gut überlegen. Wir haben ja Beispiele vor Augen. Die CSU war immer so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits natürlich Kanzlerambitionen, wir haben es so ja nicht erlebt, aber natürlich Kanzlerkandidaturen, die ausgegangen sind, wie man das weiß. Dann haben wir einen Edmund Stoiber natürlich erlebt und einen Horst Seehofer. Aber war das dann wirklich, Stoiber hat dann den Rückzieher gemacht, Seehofer ist nach Berlin gegangen, aber war das dann wirklich glanzvoll? Nein, es ist immer der Ministerpräsident am Ende, auf den es ankommt. So, und jetzt müssen wir der Rede lauschen. Martin Huber, der Generalsekretär der CSU, eröffnet den politischen Aschermittwoch. Mit gesundem Menschenverstand zur ultimativen Fankurve der CSU. Herzlich willkommen zum politischen Aschermittwoch der Christlich-Sozialen Union. Hier regiert Vernunft statt Ideologie. Hier wird nicht rumgeeiert oder schwadroniert. Hier ist das Original. Hier gibt es die Standortbestimmung aus Bayern für Bayern und Deutschland. Und dafür steht vor allem einer. Ich begrüße gemeinsam mit euch ganz herzlich den Parteivorsitzenden der CSU, unseren Ministerpräsident Dr. Markus Söder. Ich begrüße recht herzlich die Mitglieder des Parteivorstands, die Mitglieder der Bayerischen Staatsregierung, die stellvertretende Generalsekretärin Tanja Schorra-Dreemel, für die parlamentarischen Ebenen aus dem Landtag unsere Landtagspräsidentin Ilse Aigner und den Fraktionsvorsitzenden Klaus Holleczek, für den Deutschen Bundestag, für die CSU im Bundestag Alexander Dobrindt und stellvertretend für die CSU-Europagruppe und die EVP den Spitzenkandidaten Manfred Weber und die Vorsitzende der Europagruppe Angelika Niebler sowie all unsere Kandidatinnen zur Europawahl. Herzlich willkommen! Herzlich willkommen natürlich auch dem Lokalmatador, dem Bezirksvorsitzenden der CSU Niederbayern, Christian Bernreiter, und allen, die hier in Niederbayern, in den Kommunen, in den Verbänden für uns tätig sind. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Als CSU sind wir die Partei der Lebenswirklichkeit, die Partei mitten in der Gesellschaft, die Partei für die Anpacker. Und dafür stehen auch stellvertretend die Verbände, die heute hier sind. Ich begrüße stellvertretend für die Wirtschaft den Präsidenten der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, Wolfram Hatz, und für die Landwirtschaft den Präsidenten Günter Felsner. Herzlich willkommen in Passau. Am politischen Aschermittwoch schaut ganz Deutschland auf Passau, und deswegen freue ich mich auch, unsere Freunde von außerhalb Bayerns begrüßen zu dürfen. Stellvertretend die treuen Stammgäste der CDU-Peine und vom CSU-Freundeskreis Paderborner Land. Schön, dass ihr wieder da seid. Stellvertretend für unsere vielen internationalen Freunde begrüße ich unsere Freunde von der ÖVP aus Österreich und von der Südtiroler Volkspartei. Auch euch ein herzliches Grüß Gott. Herzlich willkommen auch allen Vertreterinnen und Vertretern der Medien, an die Gäste und Zuschauer daheim vor die Bildschirmen. Und natürlich nochmal herzliches Grüß Gott euch allen hier in der Fankurve der CSU.
Herzlich willkommen und Dankeschön auch an unsere Musik, an Sepp Eibelsgruber, der den Defiliermarsch kraftvoll und in Endlosschleife gespielt hat. Danke, Sepp, dass er da hat. Hier oben zu stehen und die vollbesetzte Dreiländerhalle ansehen zu können mit Gefühl 10.000 Gästen, das zeigt, hier trifft sich Bayern. Die Veranstaltungen der anderen sind eher Stuhlkreise oder Selbsthilfegruppen. Ich habe gehört, bei den Freien Wählern ist noch Platz und bei der FDP sind mehr Kellner als Gäste. Die sind wieder mal im zweistelligen Bereich. Hier ist Passau, hier ist Aschermittwoch. Ich habe den Eindruck, die Vertreter der Ampel haben so eine Art Betriebsausflug gemacht nach Bayern, um den Teamgeist zu stärken. Nötig wäre es ja allemal, aber der Abteilungsleiter fehlt mal wieder. Der Kanzler ist ja nicht dabei. Er ist so blass und unauffällig. RTL produziert schon wieder eine neue Reihe von dem Format Vermisst, bitte melde dich. RTL hat ein breites Portfolio, das bei der Ampel passt, denn die Haushaltspolitik ist so schlecht, da könnte man auch wieder über eine neue Staffel nachdenken von Raus aus den Schulden mit Peter Zwegert. Aber keine Sorge, spätestens 2025 ist diese Ampel weg oder, um es mit Robert Habeck zu sagen, sie hört dann einfach auf zu regieren. Und wenn ich die Ampel insgesamt sehe, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich muss immer ans Dschungelcamp denken. Drittklassige Besetzung, mit der Aufgabe überfordert, der Umgang untereinander miserabel und beim Zuschauen kommt einem das Würgen. Aber das Standardessen im Dschungel sind ja Maden und Würmer. Und ich habe den Eindruck, bei den Ernährungsvorstellungen der Grünen könnte man meinen, sie wollen aus ganz Deutschland das Dschungelcamp machen, aber nicht mit uns, liebe Freunde. Die SPD ist mit ihrem Stuhlkreis heute in Vilshofen. Sie befassen sich damit, für was sie eigentlich stehen. Ich sag's euch, in Bayern steht SPD für 6% dauerhaft und das wird auch so bleiben. Die FDP hat immerhin einen ganzen Bus voll bekommen und ist heute in Dingolfing. Und um definitiv auszuschließen, dass das Bier mehr Prozente hat wie die FDP, gibt es heute nur Radler. Selbst das ist noch zu viel. Eigentlich würde Wasser reichen. Die FDP ist mittlerweile so verschwindend gering, um sie zu finden, hilft kein Demoskop. Es braucht ein Mikroskop. Mit bloßem Auge sind sie nicht mehr zu erkennen. Und nur weil Porsche früher Bulldogs gebaut hat, ist Christian Lindner noch lang kein Landwirt, liebe Freunde. Ja, und voller Mitleid blicken wir nach Landshut. Landshut muss heute viel aushalten, da sind die Grünen. Dort gibt es erst gar kein Bier, sondern ausschließlich Cannabis. Und wahrscheinlich wird dort so viel gequalmt, wer bei denen vorbeigeht, könnte meinen, hier wird ein Gruselschocker gefilmt, der Nebel des Grauens. Genau den Eindruck habe ich bei der Politik der Grünen. Aber Spaß beiseite, viele Menschen sind durch die Ampel verunsichert und trotzdem ist klipp und klar, die AfD ist menschenverachtend, wohlstandsvernichtend und ein echtes Sicherheitsrisiko. Und jedem muss klar sein, der Rechtsextreme Björn Höcke ist kein Einzelfall. Rechtsextreme in der AfD sind so häufig wie Sandkörner in der Wüste. Jeder Extremist ist Mist und wird von uns entschieden bekämpft.
Wir als CSU gemeinsam mit unserem Parteivorsitzenden Markus Söder sorgen dafür, dass mit guter, pragmatischer, bürgerlich-konservativer Politik Bayern auf Kurs bleibt und Deutschland wieder in die Spur kommt. Wir sprechen Klartext und kümmern uns um die Menschen und die Themen, die sie wirklich bewegen. Dafür steht in besonderer Weise unser Parteivorsitzender und bayerischer Ministerpräsident Markus Söder. Und das werden wir auch heute wieder deutlich spüren und deutlich machen. Und deswegen freuen wir uns heute auch wieder auf die starke Rede von Markus Söder, zuvor auf die Grußworte unserer Niederbayern-Bomber Staatsminister Christian Bernreiter und den örtlichen Abgeordneten Josef Heisel. Und nach unserem Parteivorsitzenden wird Manfred Weber, unser Spitzenkandidat für die Europawahl, ein Grußwort sprechen und den Ausblick geben auf die Europawahl. Ich freue mich heute auf eine bebende Halle, auf eine fulminante Rede von Markus Söder, auf Klartext und klare Kante. Packen wir es an beim politischen Aschermittwoch in Passau. Und jetzt freuen wir uns auf Christian Bernreiter. Tja, wir warten, das ist jetzt Christian Bernreiter, der Verkehrsminister. Dann wird es vielleicht noch ein, zwei kurze Reden geben. Und dann werden wir natürlich auf Markus Söder warten, den CSU-Vorsitzenden. Und bei mir im Studio verfolgt die gesamte Veranstaltung Volker Kronenberg, Politikwissenschaftler von der Universität in Bonn. Herr Professor Kronenberg, jetzt haben wir da mal gerade eben gehört, was der Generalsekretär gesagt hat. Er gibt ja so ein bisschen die Linie vor und er hat sich noch mal wieder auf Ampel und Grüne eingeschossen. Ist das das, was man auch zu erwarten hatte? Ja, gerade am heutigen Tag, also der politische Aschermittwoch, das ist natürlich einer, wo jetzt nicht so das Feingeistige, Feinsinnige und im Grunde in der Sache die Brücken geschlagen werden zu den anderen Parteien, sondern wo man auf die Pauke haut, wo man sich abgrenzt, wo man deutlich macht, wofür steht die eigene Partei, die Reihen schließen, CSU pur. Was wir natürlich jetzt erlebt haben, das war so ein bisschen das Warming-up, das war sozusagen so dass die Aufwärmphase, denn alles, das hat er selbst zum Ausdruck gebracht, wartet natürlich dann auf die Rede von Söder. Da geht es dann nicht nur um Kolorieren sozusagen, um Stimmung mache, sondern vor dem Hintergrund eben dieses Wahljahrs, dieser wichtigen Wahl, geht es natürlich dann auch um Politikinhalte, noch einmal CSU pur, dann aber eben auch im Kontrast zu dem, was andere zu bieten haben oder was andere eben nicht zu bieten haben, wo die Probleme sind. Die CSU ist jetzt eben in der Lage, als Regierungspartei in Bayern sich abgrenzen zu können von der Regierung im Bund. Das konnte man in den letzten 16 Jahren Merkel, Seehofer natürlich nicht. Das fiel ihr schwerer. Jetzt kann sie sozusagen in die Vollen gehen. Und da haben wir jetzt schon so ein bisschen durch den Generalsekretär natürlich ein wenig erlebt, was gleich zu erwarten sein wird. Also man will die Zeit nutzen, bis man möglicherweise doch mal wieder in einer Regierung dann mit ist, wo man dann ja wieder nicht so auf die Regierung einhauen kann. Was ich interessant fand, ist in seiner Rede, es waren vielleicht so knappe 10 Minuten, da hat er aber die AfD nur so mit ein, zwei Sätzen bedacht. Das fand ich ein bisschen überraschend, weil doch alle Parteien, alle demokratischen Parteien die AfD als Hauptgegner identifiziert haben. Ich habe es genauso wahrgenommen wie Sie. Auf der anderen Seite waren das natürlich zwei Sätze, drei Sätze, die völlig ironiefrei oder im Grunde auch humorfrei waren. Das war klar abgrenzend, das war im Urteil klar und zugleich eben vernichtend, wohingegen dann die Insel des Grauens oder so, was die Grünen dann immer Spaß beiseite, um eben deutlich zu machen, das ist dann doch Spaß, das ist Humor. Das ist heute der Charakter der Veranstaltung, will also sagen, letztendlich geht das dann doch auch Cannabis hin oder her, der Rauch, all das ist dann irgendwo auch Spaß. Aber wenn es drauf ankommt, dann wären wir eben auch in der Lage, uns die Hand zu reichen. Das war bei der AfD nicht, weil man eben sie sich so von ihr abgrenzt, sie so im Grunde zurückweist, dass man noch nicht mal einen Spaß über sie oder mit ihr zu machen bereit ist. Das war meine Wahrnehmung.
stattdessen? Wir warten gleich mal auf die Rede von Markus Söder, aber währenddessen spricht Christian Bernreiter. Er ist Verkehrsminister in Bayern und auch er trägt heute seinen Teil zum politischen Aschermittwoch in Passau in der Dreiländerhalle bei. Hören wir rein. 75 Jahre Grundgesetz. Diese Verfassung ist der Garant für Frieden, für Freiheit, für Wohlstand und soziale Sicherheit. Und ich sage das seit Jahren, wir können nicht innerhalb von 100 Jahren zweimal den gleichen Fehler machen. Frieden, Freiheit, Wohlstand und Demokratie sind nicht Gott gegeben. Das muss man jeden Tag verteidigen. Und wir kämpfen und arbeiten jeden Tag hart für unsere Heimat. Wir waren gerade bei den Landwirten draußen, bei mir in der Logistikbranche, die Bauwirtschaft. Alles liegt da nieder. Wir tun, was wir können und versuchen, die Dinge voranzubringen. Das ist unsere Aufgabe und das ist, glaube ich, unser großer Antrieb. Wir wollen unser Land wie gewohnt in eine gute Zukunft führen. Und dafür brauchen wir Ihre Unterstützung auch weiterhin. Packen wir es gemeinsam an. Wir freuen uns jetzt dann auf unseren Hauptredner, unseren bayerischen Ministerpräsidenten und Parteivorsitzenden, auf seine Standortbestimmung heute Vormittag. Vorher aber noch das Grußwort von Joe Heisel. Glück auf, alles Gute und wir kämpfen weiter. Dankeschön, Christian Bernreiter. Und wir freuen uns auf das nächste Grußwort. Hier aus Passau Ost, Josef Heisel. Liebe Freunde des politischen Aschermittwochs der CSU, gleich zu Beginn ein herzliches Dankeschön an unsere Generalsekretäre. Lieber Martin, liebe Tanja, danke für die Organisation und das klare Bekenntnis zu Passau. Ihr habt das gemeinsam mit unserem Team vor Ort um Matthias Bredemeier wieder hervorragend gemacht. Einen großen Applaus an die Organisatoren. Genau 22 Jahre ist jetzt her, dass ich damals als 19-Jähriger in der Nibelungenhalle als Ordner den Geist des politischen Aschermittwoch erstmals miterleben durfte. Auch heute sind wieder über 100 Ordner unter der Leitung von Johannes Asenbauer, Armin Dickel und Michael Fuchs im Einsatz und tragen somit zum Erfolg des größten Stammtisches der Welt bei. Vielen Dank an die Ordner, an das BRK, an die Feuerwehr und auch an die Polizei, die seit den frühen Morgenstunden für unsere Sicherheit im Einsatz sind. Danke. Applaus 22 Jahre später darf jetzt ich hier oben stehen als Landtagsabgeordneter der CSU. Stolz, ehrfürchtig, natürlich auch ein bisschen nervös, denn hier wird auch heute wieder Geschichte geschrieben. Wir alle sind doch Teil der DNA der größten Volkspartei Europas. Die Menschen in unserem Land suchen Vertrauen, mehr denn je, Sicherheit und die Gewissheit, dass unser Land eine gute Zukunft hat. Die Menschen gehen auf die Straße. Sie setzen ein Zeichen gegen Rechtsextreme. Herzlichen Dank dafür. Unsere Landwirte versammeln sich laut und willensstark. Sie zeigen, dass Handwerk, Pflege, Mittelstand und die Landwirtschaft die Basis unserer Grundversorgung sind. Und das soll auch so bleiben. Danke an euch, danke an die Leistungsträger unserer Gesellschaft. Und während die Klimakleber, wir hier in Passau, den Berufsverkehr lahmlegen, verschaffen sich unsere Jungbauern Gehör für ihre Zukunft, damit ihr Berufsstand weiterhin für unsere Gesellschaft ackern kann und zum Teil 13, 14 und 15 Stunden am Tag.
Da geht es um Work-Life-Balance. Und da geht es auch nicht um eine Vier-Tage-Woche. Ihnen geht es um keine grüne Ideologie, sondern es geht um das reale Leben, liebe Freunde. In unserem Land müssen doch Menschen gefördert und belohnt werden, die arbeiten wollen. Wir brauchen Menschen, die ihren Beitrag zur Gesellschaft leisten und nicht nur dem Staat auf der Tasche liegen. Dieses Bürgergeld ist doch das völlig falsche Signal. Als jugendpolitischer Sprecher der CSU-Fraktion liegt es mir am Herzen, was wir unseren jungen Menschen vorleben. Da geht es um Werte, um unsere Werte. Da geht es um Vorbilder. Ich will nicht mehr, dass unsere Kinder auf die Straße gehen, die Schule schwänzen von ideologisch geprägten Zielen und meinen, dadurch etwas bewegen zu können. Ideologie macht doch blind. Werte und Bildung machen stark für eine erfolgreiche Zukunft. Was hat denn unser Land so groß gemacht? Was hat denn Niederbayern geschafft, aus dem Armenhaus Deutschland die Premiumregion zu werden? Ja, mit Fleiß und mit harter Arbeit haben wir das geschafft. Und darauf sind wir auch stolz. Ja, es herrscht Unsicherheit. Und ja, viele haben das Vertrauen in die Politik verloren. Aber wir nehmen doch diese Sorgen ernst. Wir reden nicht nur über Probleme. Wir sind die Partei. Die CSU ist die Partei, die die Lösungen bietet. Wir handeln. Und schauen wir uns einmal die Umfragewerte an. Da führen Markus Söder und Friedrich Merz die Spitzenplätze an. Und Bundeskanzler Olaf Scholz läuft mit der roten Laterne hinterher. Das ist doch ein klares Zeichen dafür, dass die Union zurück in die Regierung muss. Und zwar besser heute als morgen. Lass mal bitte noch einen Gruß an die Ampel formulieren. Die Gender-Sternchen sind nicht das entscheidende Thema für unser Land. Sorgen Sie lieber dafür, dass die Menschen in unserem Land in Sicherheit und Wohlstand leben können. Das sind die entscheidenden Themen für unser Land. Und Herr Lauterbach, kümmern Sie sich nicht um die Freigabe von Cannabis, sondern um die flächendeckende Krankenhausversorgung in unserem Land. Herr Lauterbach, Sie fahren doch den ganzen Karren aktuell mit Wucht und mit Absicht an die Wand. Normalerweise ist jetzt üblich, dass der regionale Grußwortredner noch eine Wunschliste an die Parteispitze übergibt. Das ist aus meiner Sicht nicht nötig, weil unser Ministerpräsident alle wichtigen Projekte vor Ort kennt und auch unterstützt. Vielen Dank für den kurzen Draht. Auch das ist CSU näher am Menschen. Wir haben doch die besten Politiker, das unser Land braucht. Und wir haben den besten Ministerpräsidenten, den man sich für Bayern vorstellen kann. Lieber Markus Söder, herzlich willkommen in Passau. Auch im Namen unserer Kreisvorsitzenden Rosemarie Weber, Raimund Kneidinger sowie unseren MdB Andreas Scheuer, meinen Landtagsabgeordneten Kollegen Stefan Mayer und die Bezirksräte Cornelia Wasner-Sommer und Stefan Gablik, darf ich ganz herzlich unseren Mann für Europa begrüßen. Das ist eine kurze Rede, das kurze Grußwort von Josef Heisel. Er ist der örtliche Abgeordnete neu im Landtag in Bayern ab 2023 und auch der jugendpolitische Sprecher der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag. Und im Studio ist immer noch Volker Kronenberg. Wir warten, er wurde ja eben schon angekündigt, auf Markus Söder. Das war ja ganz viel Lob für Markus Söder. Wir haben über die Rolle von Markus Söder gesprochen innerhalb der Partei. Er hat
zwei Dinge eigentlich nicht erreicht. Er hat kein wirklich gutes Ergebnis bei den letzten Landtagswahlen erzielt. Das war in Ordnung, aber nicht besonders gut. Und er hat es auch nicht geschafft, die Freien Wähler klein zu halten. Im Gegenteil, die haben ja auch noch mal kräftig an Stimmen zugelegt. Ist das eigentlich trotzdem, ist er fest im Sattel? Also so wie wir das heute schon in den ersten Reden hören, besteht kein Zweifel daran, die Sorge innerhalb der CSU vor den Freien Wählern und der Stärke gerade ihres Vorsitzenden Aiwanger führt dazu, dass man sich zusammenschließt, dass man sich vereint hinter Söder, weil man weiß, wenn jemand... Hier sehen wir gerade noch mal so eine... Es ist die Söder-Show, das hatten Sie schon angekündigt. Das ist der kurze Einspieler dort auf dem Parteitag vor der Rede. Und dann ist es nur Markus Söder. Und jetzt geht er auch schon gleich ans Mikrofon. Das wollen wir uns anhören, da verpassen wir dann auch nicht den Anfang. Tachchen, moin, moin, Hallöchen. So sagt man bei Grün, so sagt man bei Rot, so sagt man bei Gelb. Das ist nichts für uns. Wir sagen Servus und Grüß Gott in Bayern, liebe Freundinnen und Freunde. Es ist mir eine Freude und Ehre, widersprechen zu dürfen. Ich sage immer eins, Passau ist der geilste Termin des Jahres für jeden Politiker. Und Passau muss man können und die anderen können es nicht, sondern nur wir als CSU wissen, was Passau vor ist, liebe Freunde. Es ist unser Wohnzimmer. Es ist der Stammtisch Bayerns. Heute ist Valentinstag. Heute sollte man Nettes sagen, aber nicht über die Ampel. Ich garantiere euch hier, wir sind die garantiert Ampel- und Wokeness-freie Zone in Bayern, liebe Freundinnen und Freunde. Das ganze Jahr bin ich Staatsmann. Aber heute gibt's Freifahrt. Nicht Kamillentee und Gebäck, sondern Bier, Fisch und Emotion pur. Und an die Freunde und Experten der Political Correctness kann ich sagen, wenn ihr eine Sorge habt, dann schaltet lieber ab, dann schaltet lieber um. Denn es gilt der Satz, Achtung, Achtung, hier ist die CSU. Achtung, Achtung, hier ist Bayern. Achtung, Achtung, hier meldet sich der Süden mit einem ganz klaren Signal an die Ampel. Ihr hattet eure Chance. Es ist vorbei, macht den Weg frei, es braucht Neuwahl. Die Ampel muss weg, liebe Freundinnen und Freunde. Die Ampel ist eine Regierung ohne Vertrauen. Die Ampel ist die unbeliebteste Bundesregierung aller Zeiten. Sie liegt in der Sympathiekurve irgendwo zwischen Strafzettel, Steuererklärung und Zahnwurzelbehandlung, liebe Freundinnen und Freunde. Das Gegenmodell, das sind wir in Bayern. Die CSU steht fest und stabil. Wir haben die Landtagswahl trotz vieler Attacken, trotz mancher Flugblätter, gut überstanden. Wir sind die stabilste bürgerliche Regierung in Deutschland. Und was das Wichtigste ist, wir sind eine Regierung, in der keine Grünen in der Regierung sitzen, liebe Freunde und Freunde. Das habe ich euch versprochen, das habe ich auch gehalten. Und ich sage es auch nach Deutschland und für Deutschland. Wir als CSU, wir wollen keine Grünen in der nächsten Bundesregierung, liebe Freunde und Freunde. Kein Schwarz-Grün. Grün ist out. Schluss mit den Oberlehrer und Oberlehrerinnen. Schluss mit den Besserwisser und Besserwisserinnen. Die Grünen sind nicht regierungsfähig. Weder in Bayern noch Berlin. Und deswegen,
Wir wollen keine Verlängerung. Es kann doch keiner im Ernst wollen, dass die Grünen nach dieser miesen Leistung jetzt dann in der nächsten Bundesregierung sind. Ich finde, Habeck, Baerbock und Frau Lang brauchen endlich eine Auszeit, liebe Freundinnen und Freunde, und keine Regierungsbank, auf der sie sitzen. Und eigentlich ist es ein Wunder. Wir sind immer noch stark, trotz Benachteiligung aus Berlin. Die Ampel ist unser großer Bremsklotz. Länderfinanzausgleich von 9 Milliarden, kein Danke dafür. Eine Erbschaftssteuer, die vor allem den Süden benachteiligt. Kürzungen von Fördermitteln, alles wird umgeleitet von Süd nach Nord. Und dann, lieber Alexander Dobrindt, dieses Wahlrecht. Dieses Wahlrecht ist eine Vollattacke auf die CSU in Bayern. Dieses Wahlrecht ist eine echte Ampelsauerei, liebe Freundinnen und Freunde. Es ist undemokratisch und es soll Bayern mundtot machen. Es gefällt Ihnen nicht, dass wir unsere eigene Meinung formulieren. Und ich sage mal so, lasst uns doch einfach mit offenen Karten spielen in Berlin. Wenn ihr uns nicht wollt als Bayern, dann macht es halt alleine. Dann lasst uns halt raus. Eines weiß ich aber, Bayern kann ohne Deutschland leichter leben als Deutschland ohne Bayern. Denn dann wäre Deutschland pleite, liebe Freunde und Freunde. So schaut's aus. Warum nur sind die so gegen uns? Übrigens seit Jahrzehnten. Sind wir ehrlich, das ist der Neid auf Bayern. Das ist der Neid auf die CSU. Das ist der Neid auf unseren Erfolg. Sie haben immer gedacht, nur die da im Süden, ja, kurz vor Österreich. Groß übrigens an die österreichischen Freunde. Ja. Haben gedacht, naja, wir sind die Schlauen. Wir wissen, wie es geht. Sie ärgern sich jedes Mal, dass wir in allen Rankings vorne, liebe Freunde. Es macht uns ja auch Freude, denn es ist tatsächlich so, trotz der Flaute in Berlin ist Bayern mit vollen Segeln im Wind unterwegs. Der Süden ist das Herz Deutschlands und dieses Herz pumpt und pumpt und pumpt. Und woanders werden die ersten Gliedmaßen taub, liebe Freundinnen und Freunde. So schaut's aus. So schaut's aus. Bayern wächst. Wir sind ein junges Land, wir haben enormen Zuzug. Bayern ist stark. Manfred, wir sind die sechstgrößte Volkswirtschaft in Europa. Unser Bruttoinlandsprodukt ist größer als das von 90% in der ganzen Welt. Wir haben die meisten Industriearbeitsplätze, die meisten DAX-Unternehmen, Gott sei Dank die meisten Handwerksmeister, die meisten Start-ups. Wir haben die niedrigste Arbeitslosenquote, die niedrigste Armutsquote, lieber Joachim Herrmann, die niedrigste Kriminalitätsrate überhaupt. Ich muss mal ehrlich sagen, während woanders die Polizei, weil sie schlecht finanziert ist, manche Verbrechen laufen lässt, wird bei uns jede Straftat geahndet. Das kann ich euch versprechen. Bei uns gibt es nichts für lau. Wer sich schlecht verhält, der muss mit dem Rechtsstaat rechnen, liebe Freundinnen und Freunde. Und obwohl wir traditionell sind und Heimat und Ehrenamt schätzen, sind wir mega modern? Die Hightech-Agenda ist unsere Eintrittskarte in die Zukunft, liebe Freundinnen und Freunde. Künstliche Intelligenz, obwohl hier im Saal mehr Natürliche versammelt ist als in ganz Berlin, liebe Freundinnen und Freunde. Ja? Künstliche Intelligenz Nummer eins, Supercomputer, ganz vorne dabei. Dreimal so viel wie die Schweiz, mehr als Russland oder Australien. Und ich weiß, ich werde da oft verlacht, genauso wie Franz Josef Strauß früher, wenn es um Raumfahrt gegangen ist. Ja? Wir sind das Space Valley. Und ja, ich will nicht zum Mond, aber ich sage es mal ganz ehrlich, so eine bayerische Flagge auf dem Mond, das würde mir gefallen. Keine deutsche, eine bayerische, liebe Freunde und Freunde. Das ist eine coole Sache, ja. Und
Andere hatten Paninchenalbümer. Wir sammeln Nobelpreise, liebe Freundinnen und Freunde. Seit 2001 den 5. Nobelpreis gerade wieder bekommen. Was macht man denn woanders? Während man im Süden Nobelpreise sammelt, was gibt's für Wettbewerbe im Norden? Da wird das beste Fischbrötchen prämiert. Ja? Da gibt es die Meisterschaft im Pfahlsitzen. Das ist die Realität. Bayern macht Nobelpreise und die anderen machen Pfahlhocken, liebe Freunde und Freunde. Das ist der Unterschied, ja? Das ist der Unterschied, was Zukunft betrifft. Und bis auf die Bundesregierung, bis auf die Ampel, ist Bayern auch total beliebt in der Welt. Denkt man an Deutschland, naja, denkt man an Bayern, hurra. Ja? Wir haben die schönsten Feste, bei uns macht man Urlaub, die ganze Welt kommt zu uns. Ich sage euch eins, der Erfolg vom Oktoberfest liegt nicht nur am guten Essen, Bier und allem, was dazugehört und uns, die daneben sitzen, sondern ich glaube, der eigentlich tiefere Grund, warum am Hauptbahnhof, am Flughafen, die Ersten sich in Dirndl und Lederhosen zwängen, manche passen, manche sind kurz davor, ja? Egal. Das ist der eigentliche Grund, ist nicht der Genuss am Fest, sondern dass man das persönliche Privileg genießt, für einige Stunden mit Instagram-Fotos sich einmal als Bayerin oder Bayern fühlen zu dürfen. Das ist der Grund, warum das so erfolgreich ist. West Bayern, das war jetzt sozusagen der Werbeblock. Ja. Und Deutschland, Mann oh Mann. Unser Vaterland ist tief in der Sackgasse. Rezession, Inflation, Streiks, Demos. Fast alles wird teurer, nichts wird besser. Wir sind das einzige G7-Land, das zurückfällt. Die IWF-Prognosen sind außerordentlich düster. Ich glaube, man kann es zusammenfassen. Solange die Ampel regiert, wird die deutsche Wirtschaft ruiniert, liebe Freundinnen und Freunde. Und wie ist die Selbstspiegelung? Olaf Scholz behauptete jüngst erst, die Ampel sei die beste Regierung aller Zeiten. Muss ich mir vorstellen. Die beste Regierung aller Zeiten. Ja, das wäre genauso, wenn der Präsident vom Wuppertaler SV oder der Spielvereinigung Erkenschwick glaubt, er spiele in der Champions League. So eine Selbsttäuschung ist der Wahnsinn, liebe Freunde und Freunde. Ja? Normalerweise müsste man den Trainer raustun. Hier muss die ganze Mannschaft raus, liebe Freunde und Freunde. Sie können es einfach nicht. Sie haben jetzt 2 Jahre Zeit gehabt. Wobei, sie sammeln sie immer wieder. Es tut uns leid. Ihr habt 16 Jahre regiert und alles war in Schutt und Asche. Jetzt können wir nichts anderes machen. Stimmt es eigentlich? Stimmt es eigentlich? Ich meine, es war nie alles perfekt. Was ist schon perfekt im Leben? Aber nur ein paar Daten. Arbeitslosenquote von 12% auf fast 6% gesenkt. Bruttoinlandsprodukt in der Zeit um 2/3 gesteigert. Haushalt ohne Schulden, liebe Freundinnen und Freunde. Und international war Deutschland hoch angesehen. Ja, heute ist Deutschland nicht mehr beliebt. Heute ist Deutschland der einsame Mann. Die Grünen würden sagen, die einsame Frau Europas, liebe Freundinnen und Freunde. Ja. Ich habe mir das gedacht, letztens beim Staatsakt für den verstorbenen Wolfgang Schäuble, Emmanuel Macron. Manfred kam rein, er warf Angela Merkel einen Kuss zu. Könnt ihr euch vorstellen, dass Macron ernsthaft Interesse hätte, Scholz zu küssen? Ich weiß es nicht. Fakt ist, bei europäischen Wettbewerben gibt es ja immer so Punkte. Die Ampel würde in Europa genau die gleichen Punkte bekommen wie der regelmäßig deutsche Beitrag zum European Song Contest. Germany Ampel, 0 points. So ist die Wahrheit, liebe Freunde und Freunde. Sind wir ehrlich, die Sorge vor dem Abstieg unseres Landes wächst. Die Sorge vor Abstieg, der persönliche Abstieg vieler Menschen wächst. Eine schleichende Deindustrialisierung droht. Beispiele gefällt ich gerne. Finanzen. Wir sind massiv überschuldet. Das erste Mal in der Geschichte, dass Deutschland einen verfassungswidrigen Haushalt hatte. Übrigens, nebenbei bemerkt,
lieber Albert Fürger. Wir haben null Schulden, liebe Freunde, und bezahlen trotzdem die Party aller anderen über den Länderfinanzausgleich, weil wir gut wirtschaften. Und das ist der Unterschied zu den anderen, liebe Freundinnen und Freunde. Dieses Urteil war epochal für unsere Verfassung und Haushaltsgeschichte und eine fette Klatsche für den Finanzminister. Was haben Sie darauf gemacht? Sie haben über Nacht oder einige Nächte versucht, eine Streichliste zu erstellen. Panisch, hektisch, nicht durchdacht. Sie hätten es übrigens ganz einfach machen können, um Geld zu sparen. Beispiel Heizgesetz. Dieses Heizgesetz ist absoluter Unsinn, geht zu Lasten des ländlichen Raumes und zu der Lasten der kleinen Leute. Weg damit, wir werden das abschaffen, liebe Freunde und Freunde. Da kann man sich eine Menge sparen. Oder sparen? Neubaukanzleramt. Rund 1 Milliarde kostet es. Das soll 2028 fertig sein. Mal ganz ehrlich, wie kommt Olaf Scholz darauf, dass er 2028 noch Kanzler ist, liebe Freunde und Freunde? Ja? Völliger Witz. Und vor allem, was wäre die größte Streichaktion, und zwar schnell und richtig? Bürgergeld. Plus 24% in 2 Jahren. Ich sage euch zum Bürgergeld. Falsche Konstruktion, falsche Höhe. Abschaffen und durch die gute alte Sozialhilfe ersetzen, liebe Freunde und Freunde. Das Bürgergeld ist falsch, zu teuer und es geht zu Lasten der Fleißigen. Das ist unser Problem. Ich sage euch, wer arbeitet, muss endlich wieder deutlich mehr haben als der, der nicht arbeitet, liebe Freunde und Freunde. Und wer nicht arbeiten will, obwohl er könnte, der darf dies tun. Aber er soll nicht erwarten, dass er dies auf Kosten der Allgemeinheit und fleißigen anderen machen kann, liebe Freunde und Freunde. Bei allem Respekt, es ist unfair, dass jemand, der lange einbezahlt hat, das Gleiche bekommt wie jemand, der noch nie einbezahlt hat, weil er von wo ganz anders herkommt. Es muss auch hier wieder Gerechtigkeit herrschen. Wer in Deutschland gearbeitet hat, soll Ansprüche haben. Wer neu da ist, hat andere Möglichkeiten, aber kein Bürgergeld mehr, liebe Freundinnen und Freunde. Alex, all das hätten Sie tun können. Hätten Sie sofort Ihr Geld beieinander gehabt. Das haben Sie nicht getan. Sie haben sich lieber entschieden, zu Lasten des Mittelstandes, zu Lasten der Fleißigen zu machen. Ob Gastro, Handwerk, Spediteur oder Landwirtschaft. Bei der Gastro haben Sie einen schweren Wortbruch begangen. Das haben Sie anders gesprochen. Fast Verdreifachung der Steuer, Wortbruch. Bei Spediteuren, Maut erhöht, CO2-Preis erhöht, doppelte Belastung. Beim Handwerk, hohe Energiepreise, ständig neue Auflagen und Bürokratie. Und bei der Landwirtschaft diese einseitige und unfaire Frage des Agrardiesels. Wir geben euch ein Versprechen, diese Belastungen für den Mittelstand, die müssen wieder weg, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist einfach unfair. Zur Landwirtschaft. Die Bauern sind zu Recht sauer. Und wir stehen an ihrer, an eurer Seite. Die Demonstrationen waren richtig und ich möchte ein Dankeschön aussprechen. Da wird immer gesagt, ja, was ist der Unterschied zu den Klimaklebern? Die Klimakleber arbeiten meist nicht, die Bauern leisten aber was, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist der Unterschied, ja? Danke ausdrücklich. Haben Sie alle Angst gehabt? Wenn die Demonstrationen gekapert? Das war nicht der Fall. Das ist auch zu verdanken, ganz besonders dem Präsidenten des Bayerischen Bauernverbandes. Lieber Günter Felsner, danke, das hast du, das habt ihr gut gemacht. Und ich sage dir eins, ich habe das Video gesehen, wie du neben Christian Lindner gestanden hast. Für die nächste Hollywood-Rolle bist du schon gebucht, das kann ich da sagen. War nicht schlecht gemacht, mein Lieber. Ja? Für mich, für uns
ist Bayern ohne Bauern unvorstellbar. Und mich ärgert es, wenn es heißt, Agrardiesel sei eine Subvention. Da wird suggeriert, es sei etwas, wofür es keine Leistung gäbe. Die Bauern, die Landwirte machen hochwertigste Arbeit. Sie versorgen uns mit Essen. Und noch können wir uns selbst versorgen. Noch sind wir bei der Ernährung autark. Bei Medikamenten spüren wir, dass wir das nicht mehr sind. Da bettelt ein Bundesgesundheitsminister in Indien, könntet ihr ein paar Säfte mehr liefern. Beim Essen sind wir noch autark. Ich bin nicht bereit, die Selbstversorgung zu riskieren. Und ich sag's noch mal drauf, gerade das bayerische Essen ist ja mit das Beste der Welt. Wenn bei der Grünen Woche, es ist nichts mit Grünen, gell? Also keine Sorge, ja? Wenn bei der Grünen Woche der großen Agrarschau Bayern zum Empfang einlädt und es gibt am Abend in der Bayernhalle Essen und Trinken, kommen Sie aus allen Ländern der Welt, überall aus Deutschland und fressen uns die Haare vom Kopf herum, weil bayerisches Essen das Beste der Welt ist, liebe Freundinnen und Freunde. Und das haben die Landwirte gemacht. Ja. Wir in Bayern, wir haben einen Zukunftsplan mit der Landwirtschaft vereinbart. In Berlin, da machen die Abwrackpläne mehr. Ich sage eins und heute die Forderung. Lange ist nicht mehr Zeit. Herr Bundeskanzler, nehmen Sie diese unfaire Benachteiligung der Landwirtschaft zurück und entschuldigen Sie sich endlich einmal bei den Landwirten, die so eine wichtige Arbeit für unser Land leisten. Sie haben es verdient, meine Damen und Herren. Mehr Respekt, mehr Verständnis. Was machen wir? Schluss mit den Flächenstilllegungen. Übrigens, jetzt gibt Europa einen Vorteil. Ich höre schon wieder, dass die Grünen in Berlin anderer Meinung sind. Schluss mit den ganzen Verboten von Pflanzenschutzmitteln. Und Schluss mit dem Angriff auf die Tierhaltung, liebe Freunde und Freunde. Von Herrn Özdemir, ein bekennender Nichtfleisch-Fan. Diese Tierwohlabgabe ist nichts anderes als eine neue Fleischsteuer. Essen ist eh zu teuer. Und ich finde es immer total arrogant, wenn Sie sagen, na ja, dann soll sich halt eine Familie mal irgendwann einen Schnitzel leisten. Verdammt nochmal, lasst die Leute doch ihr Essen, wie sie es wollen und schreibt ihnen nicht immer vor, was gut und schlecht ist. Die Leute sind erwachsen genug, selber zu entscheiden, was sie essen wollen. Ich sag's zum 100. Mal. Jeder soll leben, wie er will. Veganer, Vegetarier, Frugarier, ja, habe ich gelesen, auch ganz spannend. Ja. Jeder soll machen, was er will, ist mir völlig wurscht. Aber dieser ständige Kleinkrieg gegen Fleisch und dieses ständige Diskriminieren und das ständige Insistieren, ja, wer Fleisch und Wurst isst, ja. Ich will es mal heute so erklären, für die bayerische Staatssicherung offiziell. Schweinsbraten, Schäufele, Leberkäse, Weißwurst und natürlich Nürnberger Rostbratwürste haben in Bayern quasi Verfassungsrang und sind deswegen auch geschützt, liebe Freundinnen und Freunde. Sei mal einfach so gesagt. Und na, ein Thema, das mir immer so auffällt, Anbindehaltung im Alpenraum. Ja. Ein halbes Jahr sind die Tiere auf der Alpe oder der Alm. Frische Luft, wunderbar. Sag mir eins, hätte ich die Wahl, dann wäre ich lieber Bulle in Bayern als ein Rindviech in Berlin, liebe Freundinnen und Freunde. Das kann ich euch versprechen. Deswegen, Freiheit, Freiheit für die Fleißigen und nicht immer neue Auflagen, Auflagen, Auflagen. Die grüne Umweltministerin Frau Lemke ist da übrigens ein Musterbeispiel. Diese grüne Margot Henniger, liebe Freundinnen und Freunde, ja? Die Grünen machen so viel Mist, eigentlich müssten die selbst unter die Düngeverordnung fallen, liebe Freundinnen und Freunde. Lieber Martin, du warst ja gut gemacht zum Eingang. Oh, sehr gut. Eine Frage treibt mich aber immer um, weißt du welche? Warum mögen die Ampelisten die Fleißigen nicht? Warum mögen die nicht? Vielleicht, ich habe überlegt über Fasching, vielleicht liegt es daran, dass sie zu wenig mit normaler Arbeit verbunden sind, liebe Freunde. Ich habe eine Frage.
Was unterscheidet meinen Hund Molly von Kevin Kühnert und Ricarda Lang? Mein Hund hat eine abgeschlossene Ausbildung, liebe Freundinnen und Freunde, als Schutzhund, ja? Liebe Freunde, es gibt auch eine völlig unterschiedliche Philosophie. Ich habe lange darüber nachgedacht, was unterscheidet uns eigentlich auch im Kern, auch von der Philosophie von Herrn Habeck. Und man kann es gut erklären. Habeck setzt auf eine Wirtschaft der Großkonzerne, auf eine Wirtschaft der Subventionen und der Schulden. Milliardenbeträge für Chipsöldner aus allen Teilen der Welt, die zu uns kommen. Herr Musk bekommt sehr viel Geld, obwohl er eigentlich genügend hätte. Da passt der deutsche Haushalt zweimal in sein Aktienportfolio. Überall haben sie Geld. Aber für die Mitte, für den Mittelstand, für die Fleißigen haben sie nichts. Dabei bräuchte eigentlich der Mittelstand gar keine Subvention. Ein anständiger Mittelständler will kein Geld vom Staat. Er will nur faire Rahmenbedingungen, niedrigere Steuern, niedrige Energiepreise und weg mit dem ganzen bürokratischen Sumpf. Und das ist echt interessant. Die Ampel macht genau das Gegenteil. Höhere Steuern, Steuererhöhungen, höhere Energiepreise und mehr Bürokratie. Das ist der Unterschied. Wir stehen für eine Mittelstandspolitik. Habeck steht für eine Form von grünen Staats- und Sozialismus, den wir nicht wollen. Ich sage euch, ob der Sozialismus rot oder grün ist, Sozialismus ist immer Mist und wir wollen keinen in Deutschland und in Bayern. Da werden wir uns dagegen wenden. Und seid mir nicht böse. Wir müssen auch drüber reden. Wir haben die höchste Zahl an Arbeitnehmern ever, aber es wird nicht am meisten gearbeitet. Jeden Tag kommen neue Vorschläge, 3-Tage-Woche, 4-Tage-Woche. Work-Life-Balance ist super, aber meistens ist eher eine Life-Life-Balance. Freunde, lasst uns bitte ehrlich sein. Glauben wir wirklich, dass wir so unseren Wohlstand halten können, wenn immer mehr, immer weniger arbeiten? Ich glaube es nicht. Wir müssen auch zu unseren alten deutschen Tugenden zurück, mit Fleiß voranzukommen. Es klingt so altmodisch, aber es ist so wahr. Ohne Fleiß kein Preis. Und ich sage euch eines, wenn ein Fußballverein meint, er braucht nur 70% der Zeit aktiv sein, dann geht es schief aus. Als Anhänger des 1. FC Nürnberg habe ich ausreichende Erfahrungswerte über eine solche Philosophie. Ich kann das nur sagen, ja. Wobei, am letzten Samstag hätte mancher vom FC Bayern ein bisschen länger und mehr laufen können, aber das ist ein anderes Ding. Ja? Leverkusen muss echt nicht sein, aber bei aller Liebe. Ja. Eins sage ich euch, einige propagieren immer nur mehr Zuwanderung, wir propagieren auch mehr Arbeiten. Aber dass es sich lohnt, mehr zu arbeiten, braucht es Anreize. Endlich eine Steuerreform, wer mehr arbeitet, wer länger arbeitet, wer Überstunden macht, das muss steuerfrei werden, damit es sich lohnt, fleißig, aktiv, mutig voranzugehen. Wir sind die Schutzmacht für den Mittelstand, aber auch für die kleinen Leute, für Soziale. Ist ja ganz interessant, da haben ja dann schon einige begonnen zu fummeln. Ja, wo könnte man was sparen? Dann bei der Familie. Ich sage euch eins, Hände weg vom Ehegattensplitting, das bleibt. Hände weg von der Mütterrente, die bleibt. Im Gegenteil, die Mütterrente muss endlich für alle Frauen eingeführt sein, egal wann ihr Kind geboren wurde. Was ist denn das für eine Arroganz, dass ein Tag entscheidet, ob man was für die Lebensleistung bekommt? Unsere Frauen und Mütter, ob in der Familie, ob in der Ehe oder Alleinerziehende, leisten so einen überragenden Beitrag für die Kinder und das Land. Das muss endlich in der Rente für alle entsprechend honoriert werden. Da gibt es keine Zweiklassenrente, liebe Freundinnen und Freunde. Daneben ist der Energiepreis, ich glaube, Manfred, man kann es sagen, im europäischen Vergleich, das Hauptproblem für Deutschland. Ist der Energiepreis so hoch wegen Russland allein? Nein.
wegen der ideologischen Sturheit der Ampel. Wir hätten Gas in Deutschland, wir wollen es aber nicht fördern. Beziehen aber die gleiche Form Fracking-Gas teuer aus den USA. Wir hätten Kernenergie in Deutschland, aber nein, wir wollen keine Kernenergie machen. Beziehen aber fleißig Kernenergie aus Frankreich, Tschechien und sonst woher und müssen es dann noch mit der schmutzigen Kohle ergänzen. Ich kann nur eines sagen. Diese Energiepolitik trieft von Ideologie. Diese Energiepolitik ist falsch für unser Land und unsere Nation. Wir wären der Meinung, Kernenergie so lange verlängern und ersetzen, solange man sie braucht. Und wir investieren auch in die modernste Forschung der Kernfusion. Da haben die Grünen schon wieder Bedenken. Denn unser Motto heißt, ähnlich wie eine unserer großen Autofirmen, Vorsprung durch Technik anstatt Abstieg durch Ideologie, liebe Freundinnen und Freunde. Das wollen wir nicht. Haben wir die Schnauze voll davon. Und für alle, die es nicht glauben, auch erneuerbare Energien sind natürlich total wichtig und wir sind da die Nummer eins. Sogar der grüne Chef der Bundesnetzagentur hat bestätigt, Bayern ist am stärksten. Am Wind noch nicht, aber wir werden besser. Wir wollen überall besser werden. Dazu braucht es aber vollen Einsatz vor Ort. Und zwar von allen. Auch vom zuständigen Minister, vom zuständigen Wirtschaftsminister. Auch ich gebe gern den Rat. Arbeiten ist besser als Demo-Hopping. Ministrieren geht vom Demonstrieren, liebe Freundinnen und Freunde. Ich meine, das ist nicht böse, aber wir sind gut zusammen. Aber meine Aufgabe als Ministerin ist es, von jedem Staatsminister oder Staatsministerin das Beste herauszuholen zum Wohle unseres Landes. Das ist meine Aufgabe und ich werde es auch tun. Das ist wie im Fußball. Du musst auf der Position spielen, die dir anvertraut ist. Wenn der Torwart ständig im Strafraum des Gegners rumhängt, dann wird es nichts werden. Also erwarte ich, dass jeder Minister, dafür gibt er ordentlich Steuergeld, die Aufgabe macht, die ihm zugewiesen wurde. Das heißt, Wirtschaftsminister, um Wirtschaft und Energie zu kümmern, liebe Freundinnen und Freunde, und nicht um die Gamsjagd oder die Wildfütterung. Ich weiß, die Freien Wähler sind zurzeit wegen verstimmt, lieber Klaus Holitschek. Ich glaube, das ist Nervosität und ich verstehe das. Die Umfragen sinken, der Flugblattbonus ist weg, liebe Freundinnen und Freunde. Und deswegen meine Empfehlung, einfach nur mal Realität sehen. Nicht schimpfen, gut zusammenarbeiten, nicht zicken und nicht sich Pläne machen, die keiner versteht. Ich sag's mal so, auch wenn sich der Freie noch so quält, die Mehrheit hat die CSU gewählt und dabei bleibt es auch in Bayern, liebe Freundinnen und Freunde, und zwar dauerhaft. Der ländliche Raum ist da natürlich ganz wichtig für uns. Zum ländlichen Raum, Christian, du hast es angesprochen, gehört auch die Gesundheitsversorgung, liebe Judith. Lieber Klaus als Oberarzt AD sozusagen für uns. Ja? Bayern gibt viel Geld aus. Mit dem Ziel fast so bis zu 1 Milliarde, um regionale Strukturen zu erhalten. Warum? Weil wir wollen, dass nicht nur in München, in Nürnberg, in Augsburg, in Köln, Berlin oder Hamburg entsprechend tolle Medizin stattfindet, sondern medizinischer Fortschritt muss überall sein, auch im ländlichen Raum. Und Lauterbach plant jetzt das Gegenteil. Er will einen Kahlschlag. Danach werden etliche Kliniken nicht überleben. Man muss dann ewig fahren, um die Chance zu haben, medizinisch versorgt zu werden. Wir lehnen diesen Eingriff in die Krankenhausplanung der Länder ab. Hände weg von den bayerischen Krankenhäusern. Wenn er nicht aufpasst, Herr Lauterbach, dann verbrennen Sie sich die Finger. Wir werden gegen den Eingriff in eine Landesplanung auch klagen. So geht es nicht, meine Damen und Herren. Krankenversorgung im ländlichen Raum ist unsere Sache. Übrigens, besonders abstrus und absurd wird es, wenn man sieht, Krankenhäuser schließen, Drogenhäuser öffnen, liebe Freundinnen und Freunde. Gerade warnen wieder alle vor neuen Drogen, gefährlichsten Drogen, die kommen. Die Einstiegsdroge ist übrigens Kiffen. Aber die sind da unverdrossen. Weiß aber warum? Das ist das Einzige, wo die sich mal einig sind. Diese Ampel ist nichts anderes als eine Kiffer-Connection, liebe Freundinnen und Freunde. Eine echte Kiffer-Connection, ja? Ja?
Wenn Sie wirklich einen Schub für Ihr Leben brauchen, 3 Bier und 5 Fischsemmeln, danach bist du als Berliner durch, liebe Freundinnen und Freunde. Wir werden uns da wehren mit Händen und Füßen. Und ich sage euch das in aller Deutlichkeit. Ärzte warnen, Mediziner warnen, Jugendtherapeuten und Psychologen warnen. Die Polizei ist in heller Sorge, was passieren kann. Schaut mal, was in Holland los ist. Nichts hat dazu geführt, dass da keine Kriminalität geht. Offene Drogenkriege auf der Straße. Wir in Bayern werden alles dafür tun, mit allen legalen und rechtlichen Möglichkeiten dagegen arbeiten. Ich will nicht, dass unsere Kinder in der Schule noch leichter an Drogen kommen. Das reicht jetzt schon. Ich will das einfach nicht. Und ich kämpfe dafür, für ein drogenfreies Bayern. Wir stehen für einen starken Rechtsstaat. Und dies gilt auch beim Thema wie Migration. Auch wenn manche Politiker meinen in Berlin, man könnte das irgendwie wegdrücken, spielt keine Rolle, bewegt es Menschen mehr, als mancher Demoskop und Experte meint. Wir sind ein freundliches Land, wir helfen gern. Wir sind ein Land mit Herz. Wir haben mehr Menschen aus der Ukraine aufgenommen als Frankreich. Aber mittlerweile sind Land und Kommunen schlicht und einfach überfordert. Und sind wir ehrlich, die Demokratie auch. Es braucht eine Wende, eine echte Wende. Nicht nur Kosmetik wie die Ampel. Die Wahrheit ist doch, die Grünen verwässern sowieso alles und blockieren alles bei dem Thema. Übrigens, wenn es überhaupt einen Grund gibt zu sagen, mit den Grünen geht es nicht, dann ist es ihre grundlegend andere Haltung in der Migrationspolitik. Schwarz-Grün wird nichts für Deutschland voranbringen, liebe Freundinnen und Freunde. Deswegen wollen wir kein Schwarz-Grün, ja? Gestern nicht, heute nicht und morgen auch nicht. Ja. Im Gegenteil. Für die Union wird es wichtig sein, bei diesem Thema einen glaubhaften Kurswechsel zu machen. 2015 muss wieder gut gemacht werden. Es braucht eine Versöhnung mit den Fehlern von damals, liebe Freundinnen und Freunde. Es braucht eine Versöhnung und Wiederherstellung der Situation von damals. Deswegen eine echte Integrationsgrenze. Zuwanderung in Arbeit gerne, aber Zuwanderung in soziale Sicherung, nein, liebe Freundinnen und Freunde, nein. Und lasst uns aufpassen. Wir sind auf dem Weg in eine Parallelgesellschaft. Noch ist es nicht so weit. Aber in Frankreich traut sich der Präsident nicht bei einer großen Demonstration für Israel auf die Straße zu gehen, weil er Angst hat, es gäbe Unruhen in den Vorstädten. Eins sage ich euch, Deutschland wird nicht nur am Hindukusch oder irgendwo in der Welt verteidigt. Deutschland muss jeden Tag verteidigt werden, auch in den U-Bahnen und in den Marktplätzen, liebe Freundinnen und Freunde. Es ist unser Land und wir wollen Frieden und Freiheit in unserem Land für alle gewährleisten. Dafür stehen wir ein, mit allem, was wir haben. Unser Asylplan ist klar. Das Asylgrundrecht umwandeln. Nur noch 1% werde übrigens nach diesem Grundrecht überhaupt nach Deutschland gekommen. Zweitens, Grenzschutz stärken durch Grenzpolizei. Lieber Joachim, nur Frau Schulze, will ich die einsamste letzte Frau der Welt, kapiert nicht, dass Grenzschutz wichtig ist. Rückführungsabkommen, neue sichere Herkunftsstaaten. Es wäre echt so wichtig, wenn die Frau Baerbock in den letzten 2 Jahren ihrer Amtszeit, ja? Oder anderthalb, noch was Sinnvolles tun will, dann fahrt doch hinaus und redet mit den Ländern. Macht Abkommen zur sicheren Zurückführung. Das ganz andere bringt doch alles nichts. Ich habe echt nichts dagegen. Ich habe es immer gesagt. Feminismus ist gut und Aber wenn eine deutsche Regierung, müsst ihr mal vorstellen, Anweisungen gibt, wenn bei diplomatischen Panels nicht eine ausreichende Frauenquote da ist, dann dürfen deutsche Diplomaten nicht hin. Ich stelle mir vor, wie will man denn da in Saudi-Arabien und anderswo überhaupt eine vernünftige Politik machen? Bitte feministische Außenpolitik in der Parteizentrale der Grünen, aber nicht für unser deutsches Land, meine Damen und Herren. Das hat keinen Sinn. Weg mit so einem Unsinn. Wichtig, Joachim und Sandro Kirchner, ein schneidiger Staatssekretär aus der Rhön, ja,
die sozialen Anreize reduzieren. Das ist ja erkennbar. Wir brauchen man für ein EU-einheitliches Niveau bei Sozialleistungen kein Bürgergeld mehr für das Thema Flucht. Und wir haben es vorgemacht. Ich habe darauf gedrängt, ich wurde geschimpft. Ich sagte, aber Sach statt Geldleistung, die Bezahlkarte. Nein. Jetzt macht es Deutschland. Es dauert wieder und dauert wieder. Wir machen es schneller und konsequenter. Woanders wird diskutiert 250 Euro. Wir machen 50 Euro. Liebe Freunde, das reicht. Es gibt genügend Essen, es gibt eine gute Wohnung, es gibt Kleidung, all das, aber es reicht. Bargeld braucht es am Ende nicht, liebe Freundinnen und Freunde. Neben dem Kiffen sind Sie sich überraschend einig, und da geht es ganz geräuschlos und schnell, bei dem weiteren Umbau unserer Gesellschaft. Das eint die übrigens. Ich weiß nicht, warum Sozis da so mitmachen. Die letzten paar Vernünftigen sind wahrscheinlich schon bei uns. Ja. Es ist dieser Umbau der Gesellschaft, zum Beispiel über das Staatsbürgerschaftsrecht. Es ist still und heimlich total umgebaut worden. Die Anforderungen, Alexander, du hast es sehr deutlich kritisiert, wurden massiv gesenkt. Das ist aber falsch. Das Staatsbürgerschaftsrecht ist mehr als eine Aufenthaltsgenehmigung. Das ist ein Bekenntnis zu Land. Das ist ein Bekenntnis zu den Werten, zu Sprache und Verfassung. Und deswegen werden wir dieses Staatsbürgerschaftsrecht leid wieder rückgängig machen, liebe Freunde und Freunde. Es muss eine echte, verdiente Staatsbürgerschaft sein. Und was ist mit der Doppelten? Wir stehen an der Seite Israels, sind aber ziemlich verstört über manche Demos in Deutschland. Bei manchen Demos werden nicht nur Schilder hochgehalten pro Hamas, da fordern Leute das Kalifat für unser Land. Man haben die nicht verstanden, wo sie gerade sind. Ich kann nur eines sagen. Wer ein Kalifat fordert, wer ein Kalifat will, der kann das gern wo tun. Aber nicht bei uns, und so jemand muss die doppelte Staatsbürgerschaft entzogen werden und er muss das Land so schnell wie möglich verlassen. Wir brauchen keine Kalifen, liebe Freundinnen und Freunde. Für uns hat übrigens nicht nur die Rechtsstaatsseite wichtige Punkte, auch Integration absolute Priorität. Vor allem für die Kinder, das sind übrigens alle unsere Kinder. Deswegen ist Schule so wichtig. Übrigens, die Wahrheit ist, überall, wo die Grünen in die Regierung kommen, geht es mit der Schule steil bergab. Baden-Württemberg war unser stärkster Konkurrent. Wir können sie im Rückspiegel gar nicht mehr sehen, liebe Freunde und Freunde der Bildungspolitik. Ja? Wo Grün regiert, ist der Abstieg programmiert. Das kann man sagen. Und jetzt gibt es Pläne von der FDP, die zuständige Bildungsministerin spricht gerade, ich weiß nicht, ob es jetzt 32 Leute sind, davon sind, glaube ich, wahrscheinlich 10 Beobachter und 15 Journalisten. Ja. Wir müssen die Bildung vereinheitlichen, zentralisieren. No, no. Das bayerische Abi bleibt das bayerische. Ich will kein bayerisches Abi auf Bremer Niveau, denn das Bremer Abi hat bestenfalls die Qualität einer niederbayerischen Baumschule, liebe Freundinnen und Freunde. Ja. Wobei, entschuldigt, das war ein bisschen hart, ich nehme es zurück, das war unfair gegenüber den niederbayerischen Baumschulen. War echt unfair, also nehme ich zurück. Ja. Also Schule ist wichtig, Sprache. Man muss Deutsch können. Auch das klingt altmodisch, aber es ist so wahr. Was Hänschen oder Kevinchen nicht mehr lernt, lernt Hans und Kevin nimmer mehr, liebe Freunde und Freunde. Deswegen verpflichtende Sprachtests vor Einschulung. Mehr Deutsch in der Grundschule. Ja, wir machen es. Aber es ist typisch. Da sagen Sie wahrscheinlich, stimmt's, PISA ist ja ein Schock. Aber dann kommen Sie gleich wieder aus der Ecke und sagen, aber dafür streichen wir jetzt den Religionsunterricht. Sag ich eins. Schule muss Sprache vermitteln, aber auch Werte. Und weil Werteerziehung in der Schule nur dort stattfindet in Religion, sage ich für Bayern und die CSU, am Religionsunterricht wird nicht gespart. Da macht die Christlich-Soziale Union nicht mit, liebe Freunde und Freunde. Ich wundere mich immer, ja? Wir haben uns eingesetzt, Florian Herrmann, das Kreuz ist in Joachim Herrmann. Und ein Bundesgericht hat entschieden, Sie bleiben. Nur unter uns. Manchmal würde ich mir wünschen,
dass auch unsere Kirchen sich einmal darüber freuen, dass es in Bayern Kreuze gibt, liebe Freundinnen und Freunde. Eigentlich wäre das doch auch ein Ersatz wert, oder? Ich höre da mal zu wenig. Kreuze bleiben, Gipfelkreuze bleiben. Und an alle Anhänger der gepflegten säkularen Kultur, die immer sagen, wir müssen säkularisieren, kein Problem. Wer das möchte, wer die völlige Streichung aller Bezüge einer christlich-abendländischen Gesellschaft will, der kann gerne die Feiertage streichen, ich habe nichts dagegen. Die können an Weihnachten, an Ostern und Pfingsten gerne durcharbeiten, liebe Freunde und Freunde. Ja? Ja, können Sie gerne durcharbeiten. Ja? Ah, ja. Bayern ist ein christlich geprägtes Land. Und solange ich Ministerpräsident bin und solange es die CSU gibt, bleibt das auch. Diese Garantie geben wir heute ab, liebe Freundinnen und Freunde. Übrigens, wenn wir da kurz bei der Schule sind, das ist ein anderes Thema, das erregt alle. Gendern. Auch hier, jeder soll reden, wie er will. Wirklich, ja. Bei euren Reden, bei euren Veranstaltungen daheim, wenn ihr das wollt, in der Familie, am Sofa, Samstagabend, könnt ihr gendern. Wenn ihr müsst, okay. Ja. Ich kann damit nichts anfangen, ich kann das nicht sprechen. Die Probleme bei einem Sprachrhythmus, ja. Ich bleibe dabei. Ich sage, meine sehr verehrten Damen und die Typen, die Ihnen hinterherlaufen, ja, bleibt dabei so. Jeder soll privat machen, was er will, kein Problem. Aber für Behörden, Joachim, für Schulen und Hochschulen, da geht das nicht. Und wenn wir sogar immer wieder hören von unserem RCDS und der Jungen Union, dass es wohl den einen oder anderen Professor geben könnte, der Punktabzüge macht, weil jemand nicht gendert. Da gibt es Gender-Leitfäden von 18, 20 Seiten. Liebe Freundinnen und Freunde, das geht gar nicht. Es gibt in Deutschland mehr Lehrstühle für Genderforschung als für Nukleartechnik. Was hat das Deutschland gebracht, frage ich, liebe Freundinnen und Freunde. Wir machen ein Genderverbot. So ein Unsinn gibt's bei uns nicht. Übrigens, wundert man sich, machen wir die Mehrzahl der Bürger ist da eindeutig klar dafür. Das ist nicht das wichtigste Thema, aber für manche ist es ein sehr wichtiges Thema. Linke sind völlig dagegen, aber das wäre nicht das erste Mal, ja? Wenn je einer von euch in einem Labyrinth steht, wo zwei Wege sind, links oder rechts, und ein Linker gibt euch eine Empfehlung, nehmt bitte den anderen Weg, der ist der richtige, ja? Wie irren immer. Ja. Manchmal sind auch unsere Medien ein bisschen skeptisch. Ich mache ein Bekenntnis, wirklich. Ich bin ein Fan des Öffentlich-Rechtlichen. Ich bin ein Fan des Bayerischen Rundfunks. Ich liebe den Bayerischen Rundfunk überwiegend. Es gibt Sendungen, die gibt es nirgendwo anders. Bergauf, bergab, eine großartige Sendung. Lebenslinien, wunderbar. Und natürlich, da kann Arte nichts an kulturellem Beitrag leisten. Die wichtigste Kultursendung Deutschlands ist natürlich der Fasching in Pfalz-Höchheim. Das macht der Bayerische Rundfunk, liebe Freundinnen und Freunde, ja? Ja, klatscht sogar mal der Manfred. Gezwungen im Lächeln, okay. Also, deswegen, das ist alles super. Aber müssen wir ständig Gebühren erhöhen? Alle müssen sparen, liebe Freundinnen und Freunde, auch die Sender. Ich habe letztens den Intendanten gefragt, hätten Sie denn einen Vorschlag zum Sparen? Ja. Radio Bremen und Saarländischer Rundfunk einsparen. Dann hieß es, nein, das können wir nicht. Das sind ja zwei Bundesländer hängen dran, liebe Freundinnen und Freunde. Dann sparen wir die halt auch ein. Da wird es billiger für den Länderfinanzausgleich, oder? Wir müssen eh mal ein bisschen sparen in Deutschland, liebe Freundinnen und Freunde. Also, und es gibt 76 Hörfunkprogramme. Allein drei vom Deutschlandradio. Hört ihr das alle? Na, Olaf Heinrich nickt, aber das glaube ich ihm jetzt nicht. Ja? Aber ein Intellektueller in Niederbayern ist auf jeden Fall schon mal an der vordersten Front hier. Ja. Ich sag's für Bayern klar und Bürger werden mich schimpfen. Wir stehen echt zum Öffentlich-Rechtlichen. Aber unsere Zeitung und andere haben auch keine Gebühren. Ich sag ja, Gebühren habt ihr, aber wir stimmen einer Erhöhung von Gebühren nicht zu, liebe Freundin. Dabei bleibt es. Ja. Und so einen kleinen Satz in aller Freundschaft würde Albert Führger sagen. Albert Führger spricht immer, wenn er mit Hubert Aiwanger spricht und sagt in aller Freundschaft. Da wissen wir schon, was kommt. Ja. Der Oberpfälzer in aller Freundschaft sagt, dann heißt es, pass auf, Freund. Ja.
Es gibt so ein Gefühl bei der Mehrzahl. Laut INSA sagen nur 34% der Deutschen, dass es in den Medien ideologisch ausgewogen zugeht. Nach einer Studie der Uni Mainz sollen viele Sender gerade im Öffentlich-Rechtlichen weit links der Mitte sein. Deswegen nicht aufs Geld schauen, vielleicht ein bisschen mehr auf die Ausgewogenheit und Fairness achten. Noch immer fällt mancher Journalist ins Spontankoma, wenn sich Robert Habeck am Kinn kratzt, liebe Freunde und Freunde. Ja? Das muss man aber gar nicht. Ja? Man erträgt die dann leichter, aber man muss es nicht. Deswegen das Ziel, besser fair informieren, statt ideologisch zu belehren und vielleicht mehr über Normalbürger zu berichten als über manche Randgruppe. Und ich würde mich freuen, wenn auch beim Tatortkommissar die meisten Tatortkommissare so sind wie normale Polizisten, fleißige, ehrliche Leute und nicht immer eine verkrachte Existenz nach der anderen, liebe Freundinnen und Freunde. Auch das täte unserem Land mal gut. Zurück zur Ampel. So viel Verdruss, so wenig Hoffnung, aber die Ampel ist niemals unser Feind. Ich meine, die weinen ja immer, auch die weinen immer. Huhuhu, wir sind an allem schuld. Huhuhu, mit dem Bashing. Ne, Franke wird sagen, Kreinmeicherler, ja? Nein, ihr seid nicht unser Feind. Ihr seid nur schlecht. Ihr seid grottenschlecht. Und darum müsst ihr endlich die Regierung abgeben, liebe Freunde und Freunde aus der Ampel. Es ist Zeit für einen Wechsel in Deutschland. Allein, Herr Bundeskanzler, noch zum Schluss. Herr Bundeskanzler, es haben ja schon große sozialdemokratische Kanzler wichtige Sätze gesagt. Willy Brandt, mehr Demokratie wagen. Der legendärste Satz von Gerhard Schröder war, wollen wir mal eine Flasche Bier? Ja. Bis heute kann man das in seinem Gesicht sehen. Was bleibt denn jetzt von Olaf Scholz? Schönen Dank für die Frage, ich erinnere mich an nichts. Das sind die Sätze des deutschen Bundeskanzlers. Nein, ihr seid nicht die Feinde, aber ihr seid einfach schlecht. Und deswegen lasst es die machen, die es besser können, am besten sofort. Heute die Möglichkeit, sofortiger Rücktritt der Ampel, Einleitung der Neuwahl und Übernahme durch die Union. Das wäre das richtige Signal von Passau. Nein, der Feind der Demokratie, das ist die AfD. Übrigens nicht die Mehrzahl ihrer Wähler. Nur 20% der Wähler sagen, sie teilen diese Ziele. Die Mehrzahl ist einfach unzufrieden und ärgert sich über die Politik. Aber die AfD-Funktionäre, Vorredner haben es angesprochen, diese AfD-Funktionäre, die verändern sich. Mit den Umfragewerten werden sie offener und radikaler. Die gesamte Partei radikalisiert sich. Je mehr Einblick man hat, desto ekliger und schmieriger wird es. Sogar Frau Le Pen, graustes Hor der deutschen AfD, liebe Freunde und Freunde, sogar der graust es, ja? Rund 10%, schätzungsweise, der Abgeordneten in Bund und Land von AfD haben irgendwie Konflikte mit Gesetz, Volksverhetzung, Verleumdung, Verwendung verfassungswidriger Symbole. Liebe Ilse Aigner, bei uns im Landtag ja auch einer, mal ganz ehrlich. Wer mit Sieg Heil unterschreibt, der hat doch gar nicht alle Tassen im Schrank, liebe Freunde und Freunde. Der gehört nicht in ein Parlament und schon gar nicht auf Kosten der Steuerzahler. Ja? Was wollen die eigentlich? Nun raus aus der EU. Zitat Höcke, die EU soll sterben. Das ist zumindest das Ende des deutschen Wirtschaftswunders. Das bedeutet Armut und Abstieg für viele Menschen in der Mitte und für normale Arbeitnehmer. Glaubt denn ernsthaft jemand, wir könnten unsere ganzen BMW in Niederbayern nur verkaufen oder Oberpfalz? Wir brauchen die Europäische Union. Sie ist für uns wichtiger Freiheits-, aber auch wichtiger Wirtschaftsraum. Und jeder, der die Axt da anlegen will, wir sind nicht mit allem einverstanden, aber wer die EU vernichten will, wer die EU sterben lassen will, der muss auf unseren erbitterten Widerstand stoßen, liebe Freunde und Freunde. Wir sind Europäer. Applaus
Und raus aus der NATO? Raus aus der NATO? Bei irgendeiner Antragsberatung zu Ihrem Europaleitantrag gab es einen Antrag auch von Höcke und einigen seiner Gefolgsleute. Da stand was drin von eurasischen Zukunftsideen. Eurasien? Klingt ein bisschen nach Lebensraum im Osten, oder? Findet ihr nicht? Wer nach dem Angriff von Putin auf die Ukraine nichts kapiert hat, wer die NATO abschaffen will, wer in Kauf nimmt, dass Russland gewinnt und sich Amerika vielleicht verändert, à la Trump, das wäre Alarmstufe Rot für unsere Sicherheit. Und wir dürfen die Sicherheit unseres Landes, die Freiheit unseres Volkes nicht für solche Spinner riskieren, liebe Freundinnen und Freunde. Wir stehen für die Sicherheit Deutschlands. Übrigens, wir sind ja nicht jetzt Bundesverteidigungsminister, wir müssen kriegsbereit sein. Wir sind einmal verteidigungsbereit. Nach Schätzungen derzeit der Experten, ein paar Tage würden wir unter Volllast das aushalten. Ein paar Tage. Da muss man schon eine sehr überzeugende Strategie haben, zu glauben, dass man das gewinnt. Wir brauchen mehr Material, bessere Ausrüstung, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich bin dafür, ich sage das ganz offen, eine Verteidigung im NATO-Fall ist anders als bislang die militärischen Einsätze, mittelfristig auch wieder die Wehrpflicht. Nicht nur, weil dieser legendäre Satz Kompanie aufstehen Generationen von jungen Männern wie mich geprägt hat. Ich finde, eine Wehrpflicht bindet auch junge Menschen an Staat und Demokratie. Man muss nicht immer nur fragen, was tut der Staat für mich, sondern was können wir tun für Staat, Gesellschaft und für Eltern und Großeltern, die dieses Land aufgebaut und geschützt haben, liebe Freundinnen und Freunde. Also Bundeswehr ausbauen, NATO stärken und Höcke und die AfD, sie wollen uns ausliefern. Warum tun sie das eigentlich? Strauß hätte gesagt, die AfD ist die fünfte Kolonne Moskaus. Das sind die Einflussagenten des Kreml. Und sind wir bitte ehrlich, die wirklich vaterlandslosen Gesellen, die hocken bei denen, liebe Freundinnen und Freunde. Und deswegen darf ein Konservativer gar nicht daran denken, AfD zu wählen, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich finde, diese neuesten Pläne sind echt krass. Weil die reden über Deportationen von Millionen Deutschen. Deutsche mit Migrationshintergrund, übrigens zweite, dritte Generation, mit rumänischen, kroatischen oder türkischen oder vielen anderen Wurzeln. Wisst ihr, wer das sind? Das sind Gastronomen, Handwerker, Einzelhändler, Mechaniker, Fliesenleger, Bäcker, Maurer, Floristen, Ingenieure, Ärzte, Rechtsanwälte, Pflegekräfte, Krankenschwestern. Das ist auch Deutschland, unser Land. Sie leisten alle einen wichtigen Dienst. Lasst uns das auch mal sagen. Wir sind dankbar dafür, was Sie leisten für unser Land. Jeder und jede ist uns lieber als Höcke oder seine Jüngerin aus Niederbayern, Frau Ebner-Steiner, diese Leni Riefenstahl für Arme, liebe Freundinnen und Freunde, ja? Ja? Muss ich mal sagen, wie es ist. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was wir im Landtag immer für Diskussionen erleben. Darüber sollte man noch mehr berichten, was die da sagen. Meiner Überzeugung nach, deren Deportationspläne lehnen wir ab. Aber wenn schon jemand ausreisen soll, dann doch Höcke. Und wohin? Nach Moskau. Und zu wem? Zu Putin. Höcke ist doch eh der Putin-Pudel Nummer eins. Dort kann er kläffen, aber uns soll er damit verschonen, liebe Freunde und Freunde. Gute Reise nach Moskau, Herr Höcke. Ade, servus, goodbye. Ich fasse zusammen. Die AfD ist in weiten Teilen rechtsextrem und verfassungsfeindlich. Sie löst kein Problem, sondern schafft nur neue. Und sie hat keine neuen, sondern die ältesten Gedanken, genau die gleichen Muster wie vor 100 Jahren. Und da wir es wissen, sage ich auch sehr offen, sage bitte diesmal keiner, er hätte es nicht gewusst oder er hätte es nicht kommen sehen. Ich bitte euch inständig, lasst uns die Demokratie gemeinsam schützen und verteidigen. Wir haben nur eine. Ist sie mal weg, ist es so spät,
die würden uns ins Gefängnis stecken. Da müsst ihr euch keine anderen Hoffnungen und Illusionen machen. Und deswegen kein Pardon, keine Kooperation, keine Freiheit für die Feinde der Freiheit, liebe Freundinnen und Freunde. Wir sind die Verteidiger der Freiheit. Nicht ganz so schlimm wie die AfD, aber mittlerweile fischen hier viele im Trüben. Auch andere setzen nur Frust. Frau Wagenknecht, die Werteunion, ständig neue Parteien. Übrigens, mit neuen Parteien ist es wie mit Fernsehprogrammen. Ja? Je mehr, desto weniger ist das Programm gut. Ja? Immer das Gleiche. Aber aufpassen hier, mein Rat an unsere Freunde, die Freien Wähler. Populismus und Frustriertheit können andere besser. Passt auf einfach, nur mein Rat. FW heißt Freie und nicht Frustwähler. Passt auf, dass ihr da nicht reinrutscht. Denn wenn euch das einmal passiert, dann seid ihr auf kommunaler Ebene für Bürgermeister und Landratswahlen nicht mehr geeignet. Deswegen Rat, einfach weniger von dieser überzogenen Diktion zu verwenden. Die Träume von einer Bundes- und Weltregierung sind überzogen. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Bodenständigkeit statt Abgehobenheit. Arbeit machen und einfach ab und zu auf die CSU hören, dann kann nichts schiefgehen in Bayern. Macht es bitte. Meine Empfehlung. Ich bin in der Schlusskurve. Liebe Freundinnen und Freunde, die CSU ist die Nummer eins in Bayern und die Hoffnung für Deutschland. Wir sind Freiheitstraum und Schutzburg in Bayern zugleich. Die CSU ist die liberal-konservative Kraft der Mitte und Mitte rechts im demokratischen Spektrum. Wir sind wertegebunden, wir sind weltoffen. Und diesen Nummer eins Anspruch haben wir nicht nur jetzt verteidigt, wir bauen ihn auch aus. Nie war die CSU so wertvoll wie heute, liebe Freunde und Freunde. Man braucht uns in Bayern und in Deutschland. Wie sagte Franz Josef Strauß einmal, manchmal müssen die Bayern die letzten Preußen sein. Apropos Preußen, Veit Zürchheim, mach nur Spaß. Und es passt. Mach keine Schnappatmung in Berlin bekommen. Ich habe Bismarck gemacht, weil ich Bismarck-Heringe so gern mag, liebe Freunde und Freunde. Die Wahrheit ist, Bayern hält Deutschland über Wasser und zahlt jede Rechnung. Das ist die Wahrheit. Und dafür könnte man manchmal, nicht immer, so ein kleines verstecktes Dankeschön auch bekommen. Ich finde, wer so viel bezahlt, wer dem Land so viel Gutes tut, ja, der hätte auch ab und zu mal verdient, dass die Ampelisten ein nettes Wort über Bayern sagen. Sie müssen sich nicht in Trachten zwängen, das brauchen sie gar nicht. Aber ab und zu, wenn sie in Bayern sind, sagen, danke, ihr macht es schon ganz gut, ihr seid besser als alle anderen Bundesländer und ja, wir streiten mit der CDU, aber vor der CSU verbeugen wir uns, weil ihr habt es geschafft, aus einem armen Land ein reiches Land zu machen, das sich in der Weltkrise auch hält. Das wäre eigentlich angemessen, ein kleines, ehrliches Dankeschön für das, was wir für Deutschland und Bayern tun. Für diese Leistungen braucht es ein großes Team. Euch. Ein starkes Kabinett, eine innovative Landtagsfraktion. Lieber Klaus Holitschek, mit dir an der Spitze, da regen sich jetzt manche auf, dass du über Wirtschaftspolitik redest. Ich finde es gut. Es macht Bayern nur stärker. Danke für deine Arbeit, lieber Klaus. Wir haben eine hochaktive Landesgruppe mit dem, das kann ich wirklich sagen, Mega-Profi Alexander Dobrindt an der Spitze. Es ist in Berlin schwerer als in Bayern. In Bayern sind wir schon die Mehreren und Schwereren. Ja? In Berlin sind wir nicht die Mehreren und Schwereren. Ja? Trotzdem Gehör zu finden, immer Erfolg zu haben, ist auch dein persönlicher Erfolg der Landesgruppe. Herzliches Dankeschön noch an Alexander Dobrindt. Und jetzt für die Europawahl. Wir stehen zusammen. Manfred gibt einen Ausblick. Angela Niebler, alle Europaabgeordneten, da sind wir noch weniger von der Zahl her. Und trotzdem überall präsent. Mit unserem Manfred als Spitzenkandidaten, der prominenteste CSU-Politiker in Europa, den wir je hatten. Euch allen viel Erfolg, wir stehen hinter euch. Rockt bitte Europa, auch Europa kann mehr Bayern nur gut tun. Viel Erfolg, alles, alles Gute.
All das sind Profis. Aber die Profis sind nur das eine. Noch einmal, lest dann heute, wenn ihr heimfahrt oder morgen in der Zeitung, wie viele woanders hingekommen sind. In den Zeitungen hat man manchmal das Gefühl, da werden dann alle gleichgesetzt, ja? Ich bin sicher, die FDP kriegt da gleich großes Bild, ja? Ja, wurscht. Wahrheit ist, ihr seid der wahre Schatz. Ihr seid das, was die CSU so stark macht. Generalsekretär der Landesleitung, helfen mit, euch zu unterstützen, die Basis. Ich kann nur sagen, aus ganz persönlicher Überzeugung, ich war Ortsvorsitzender und Kreisvorsitzender bei JU und bei CSU. Ich weiß, was Basisarbeit ist. Ich habe letztes Jahr euch erlebt. Ich war ein bisschen unterwegs letztes Jahr. Es waren viele Termine. Und ich bedanke mich ganz persönlich für die tolle, tolle Unterstützung. Auch für Rückendeckung und schwerer Zeiten. Ihr seid die beste Basis aller Parteien. Und es ist als Ministerpräsident, Parteivorsitzender eine große Ehre, Landespapa und CSU-Daddy zu sein. Die CSU lebt von euch. Danke, danke, danke. Ihr seid wirklich super. Liebe Freundinnen und Freunde, ernste Zeiten. Florian Herrmann sagt immer zu mir, warum eigentlich immer nur bei uns? Warum ist in unserer Zeit alles so schwer? Erwin, in deiner Zeit war es auch schwer, aber jetzt ist immer alles so fulminant anders. Immer eine Krise nach der anderen. Aber man weiß gar nicht, wo man hinschaut. Eine hat man gelöst, kommt die nächste. Ja? Aber trotzdem, liebe Freundinnen und Freunde, wir müssen unsere Zeit nutzen, um unsere Frau, unseren Mann zu stehen, in den schweren Zeiten das Erbe der CSU, das Erbe von Franz Josef Strauß zu verteidigen. Er war, so kann man es sagen, neben vielen anderen, derjenige, der die Grundphilosophie der CSU geprägt hat. Und wenn mancher heute meint, er könne so tun, als wäre er Franz Josef Strauß. Franz Josef Strauß war übrigens nicht nur ein großer Redner, er war auch ein großer Intellektueller. Und manch andere haben mit den Fingerspitzen so viel Intellektualität und Wissen gehabt wie Strauß, liebe Freundinnen und Freunde. Er bleibt die Nummer eins, er bleibt das, an was wir uns erinnern. Und darauf sind wir stolz, liebe Freunde und Freunde, gerade hier in Passau. Also, lasst uns zusammenstehen in schwerer Zeit. Lasst uns nicht nur Fehler benennen, sondern Optimismus zeigen. Wir haben die Kraft, die Probleme zu lösen. Wir kommen aus all den Krisen raus. Nur Augen auf, was in der Welt passiert, und klug und stark danach entscheiden. Und lasst uns das tun als verschworene Gemeinschaft der CSU. Auch mit der CDU einen engen Schulterschluss. Ich sage ausdrücklich Danke an Friedrich Merz für die tolle Zusammenarbeit. Ich verspreche euch, keine Sorgen, der Fritz und ich, wir werden das schon richten und wuppen in Deutschland, liebe Freunde und Freunde. Wir haben ein Ziel, die Ampel abzulösen. Das ist unser oberstes Ziel. Und deswegen, gerüstet, gestärkt, die nächste Etappe ist die Europawahl. Vielleicht dann schneller schon die Bundestagswahl. Überall zeigen, für was wir stehen. Lasst uns zusammenhalten. Für unsere Werte, für unsere Freiheit, für die CSU und für Bayern. Gott schütze unseren schönen Freistaat Bayern. Gott schütze unser Vaterland Deutschland und gebe der CSU die Kraft, in den Stürmen der Zeit stark und erfolgreich zu sein. Herzliches Dankeschön. Hier ist Passau, liebe Freundinnen und Freunde. Dankeschön.
So, das war die Rede des CSU-Vorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten. Hat eine gute Stunde gedauert anlässlich des politischen Aschermittwochs. Da war alles dabei, hat sich abgearbeitet an der Ampelkoalition und auch an vielen anderen politischen Themen, unter anderem auch jetzt am Ende an der AfD. Und lässt sich jetzt noch einmal feiern hier von seinen Parteifreunden, die ihn dann dort in der Passauer Dreiländerhalle noch mal begeistert feiern, muss man sagen. Also es war eine sehr launische Rede. Und das Ganze werden wir auch gleich noch mal einordnen hier im Studio mit Volker Kronberg. Als Politikwissenschaftler an der Universität in Bonn. Aber bevor wir das tun, müssen wir auf einen anderen politischen Aschermittwoch im Nachbarbundesland Baden-Württemberg schauen, und zwar in Biberach. Dort sollte heute der politische Aschermittwoch der Grünen stattfinden. Mit dabei angekündigt waren Ricarda Lang, unter anderem die Parteivorsitzende, aber auch Cem Özdemir, der Bundeslandwirtschaftsminister, und auch Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Und nun kommen Agenturmeldungen, dass die Grünen den politischen Aschermittwoch abgesagt haben. Es gab bereits im Vorfeld der Veranstaltung am Morgen, und das wurde unter anderem auch von der Polizei gemeldet, melden aber auch verschiedene Nachrichtenagenturen Proteste, und zwar von Bauern, und wohl auch mit dabei sollen, das sagen zumindest einige Agenturmeldungen, Fuhrunternehmen sein. Der Landesbauernverband hat sich von dieser Veranstaltung distanziert, hat aber gesagt, dass Bauern an dieser Veranstaltung oder an diesen Protesten vor dem Veranstaltungsort der Stadthalle in Biberach teilnehmen würden. Jetzt hören wir mal rein, was der Kreisvorstand der Grünen in Biberach, die ja auch Mitorganisator der Veranstaltung sind, zur Absage zu sagen haben. Wir haben uns vorher entschieden, nach einer engen Absprache mit den Sicherheitsbehörden den politischen Aschermittwoch heute leider absagen zu müssen. Wir sehen nicht, dass wir eine ordnungsgemäße Durchführung hier garantieren können. Sie hören es vielleicht auch selber vor der Halle. Es gab zum Teil auch aggressive Stimmungen, und deswegen hatten wir uns dazu entschlossen, den heute abzusagen. Ich möchte mich trotzdem bedanken bei ganz vielen Demonstranten, die friedlich demonstriert haben. Ich möchte mich auch bedanken bei den Sicherheitsbehörden, die alles versucht haben. Und ich hoffe einfach, dass wir nach diesem Aschermittwoch wieder zu einem konstruktiven Dialog zurückfinden. Dankeschön. Ja, das war die Stellungnahme des Mitorganisators. Das ist der Kreisverband Biberach, der ja den politischen Aschermittwoch in Biberach veranstalten wollte. Und gerade eben erreicht mich hier auch noch eine aktuelle Agenturmeldung. Der Landesbauernverband hat noch einmal gesagt, er hätte weder zu diesen Protesten aufgerufen, noch diese unterstützt. Also man hat sich dort jetzt zunächst mal distanziert. Allerdings seit dem frühen Morgen gab es zahlreiche Demonstrantinnen und Demonstranten vor der Stadthalle in Biberach, die auch zum Beispiel mit Traktoren den Veranstaltungsort blockiert haben. Sobald wir mehr Informationen haben, werden wir die an dieser Stelle nachreichen. Aber jetzt spreche ich erstmal mit Volker Kronberg von der Universität hier in Bonn. Jetzt müssen wir noch mal ein Stück zurück. Wir gehen wieder ins Nachbarbundesland Bayern. Markus Söder, die Rede eben. Wir haben uns die ja zusammen angehört. Ich fand erstmal ganz spannend. Bayern first, kann man ja sagen. Das kennt man von Markus Söder, aber in der Intensität hat es mich zumindest ein bisschen überrascht. Sie auch? Ja, das war tatsächlich volles Rohr gegen die, wie er das ja gesagt hat, in Berlin, die im Bund. Das hatte was von Wagenburg-Trutzburg zeitweilig auch. Kokettierte gar damit, Bayern kann auch ohne den Rest der Republik, aber der kann nicht ohne Bayern. Das war sehr, sehr stark lokal kolorit natürlich und Patriotismus pur bayerisch. Er war natürlich, die Halle jubelt immer noch, er war natürlich in seinem Element. Es war eine rhetorisch kraftvolle, glanzvolle Rede sicherlich. Er hat auch alles gegeben, dem heutigen Tag, dem Aschermittwoch geschuldet. Da durfte man auch nicht
erwarten, dass er große Antworten gibt auf drängende Probleme. Das ist in erster Linie, wenn man den Bund in den Blick nimmt, auch nicht Aufgabe der Opposition. Und das war natürlich heute spürbar, Herr Rasim. Da blühte er auf. Er konnte natürlich gegen die Bundesregierung und dann zumal gegen diese tatsächlich ja in Umfragen unbeliebteste Bundesregierung, die Ampel, mit vollem Rohr feuern, sozusagen verbal, rhetorisch. Das war nicht sozusagen der Staatsmann, der sich jetzt aufmacht, Regierungsverantwortung übernehmen zu wollen in einer nächsten Bundesregierung und auch gar nicht mit wem, weil alle taugen im Grunde nichts. Wobei, man musste dann ja auch doch genau hinhören, die Ampelparteien sind nicht die Feinde, das sind die Konkurrenten, die können es nicht gut. Also mit der CSU wäre es dann besser. Die Feinde der Demokratie, mit denen gar nichts geht, eben die AfD. Das war heute sicherlich nochmal ein Feuerwerk, so ein Schulterschluss, ein Zusammenstehen. Das war eine Selbstvergewisserung und immer wieder, aber mehr mit Nadelstichen, die Abgrenzung zum eigenen Koalitionspartner und hier natürlich vor allen Dingen das Abarbeiten am Wirtschaftsminister und stellvertretenden Ministerpräsidenten Aiwanger. Und dann haben Sie gesagt, er hat sich auch an der Ampelkoalition abgearbeitet und er hat aber doch eine Partei ja ausgeschlossen. Er hat gesagt, mit den Grünen wollen wir nicht, wir wollen kein Schwarz-Grün. Da hat er sich ja eigentlich ziemlich festgelegt, weil wir müssen ja damit rechnen, dass eine Bundestagswahl, egal wann sie stattfindet, zu einem Ergebnis kommt, wo vielleicht die SPD sagt, wir wollen nicht und dann bleiben ja nur noch die Grünen. Völlig richtig. Die Hintertür ist immer, wir wollen nicht, aber wir müssen im Zweifelsfalle staatspolitische Verantwortung. Wir kennen natürlich dann auch die rhetorischen Brückenschläge, die dann im Zweifelsfalle möglich wären. Aber er weiß natürlich in den eigenen Reihen, und hier war der Applaus natürlich auch ganz besonders stark, als es gegen Baerbock, gegen Ricarda Lang und andere ging, Habeck, das Heizungsgesetz, anderes mehr. Das sind natürlich so die Klassiker auch im Repertoire der CSU. Die Grünen sind als Teil der Bundesregierung überaus unbeliebt in der Bevölkerung. Das hängt mit den Politikinhalten zusammen. Die Bauernproteste hier natürlich, das Pflegen auch, das ist natürlich bayerische Mitgliedschaft, Wählerschaft, Unterstützung des Milieu, die Landwirtschaft. Hier weiß er, dass er das bedienen muss. Das mobilisiert natürlich. Er kann ja jetzt nicht einerseits sagen, wir wollen in Neuwahlen gehen. Er weiß natürlich allzu gut, dass die nicht anstehen, auch nicht wirklich realistisch sind. Und dann aber gleichzeitig schon im Grunde dann Kompromisse machen und dann mit einer Partei, die an der eigenen Basis so unbeliebt ist, dann im Grunde jetzt schon Koalitionsperspektiven ausloten. Nein, das war heute Selbstvergewisserung. Das war auch Mobilisierung, das war 100% das eigene. Aber noch einmal, er hat natürlich ausgespart die Handlungszwänge, in denen die, wie er sich ausgedrückt hat, in Berlin nun mal stecken, die jetzt Regierungsverantwortung tragen. Und wenn er all das aufgezeigt hat, was da so schlecht läuft und die schlechte Bilanz, hat er sicherlich ein Stück weit ausgeblendet, dass man dort ja auch erst seit gut 2 Jahren in der Regierung ist und 16 Jahre vorher hat man ja selbst als CSU auch mit Regierungsverantwortung getragen, 2015 und anderes mehr. Also hat sich abgearbeitet an der AfD, dann hat er sich abgearbeitet an den Grünen. Ich finde, ein bisschen geschont hat, und da kommen wir nämlich jetzt zu, ein bisschen geschont hat er ja die FDP. Die kam, glaube ich, nur so am Rande, wenn überhaupt, vor. Und auch bei der SPD ist er ja gar nicht so zur Sache gegangen. Hören wir einfach mal rein, was jetzt Lars Klingbeil zu sagen hatte. Der hat ja heute auch seinen politischen Aschermittwoch gefeiert, und zwar in Vilshofen. Hören wir mal rein.